Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir haben ja übrigens in der letzten Folge meine alte Gruppenkarte besucht, die ich ja vor Ewigkeiten mal mit ein paar Freunden erstellt habe. Und wir haben ja dort einiges gesehen, was ich in der Zwischenzeit dort aufgebaut habe. Und ganz ehrlich, ich bin schon froh, was ich jetzt mit diesem Spielstand hier erreicht habe, denn wir haben schon relativ viele Gebäude gebaut, ne? Auch Türme und was weiß ich alles. Klar steckt da nicht so viel Arbeitszeit drin, wie jetzt zum Beispiel in meiner Gruppenkarte, aber trotzdem ziemlich beeindruckend, wenn man mal bedenkt, wie lange wir eigentlich hier dabei sind, gerade mal das Spiel zu spielen. Und ich wollte jetzt einfach nochmal ein bisschen auf Erkundung gehen und ich glaube, ich sehe da gerade etwas unter Wasser. Das sieht aus wie ein Netherportal, oder? Ein unvollendetes. Ja. Yeah. Schnell nach oben. Au, das tut weh. Jetzt haben wir nochmal ein paar Schätze aufgenommen. Und ich sehe dort hinten etwas. Das könnte von Erz-Illager, von den Illagern sein. Oder es ist ein Wachturm. Ne, es sieht eher aus wie ein Wachturm von den Dorfbewohnern. Okay. Gut. Bode habe ich mit. Ah. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man übrigens Zauber wieder entfernen kann, wenn man die mal auf einer Rüstung hatte. Wenn es jemand wissen sollte, kann er es ja mal ganz gerne in den Kommentarbereich schreiben. Und ich will jetzt, wie gesagt, nochmal die Gegend ein bisschen erkunden. Wir haben ja glücklicherweise ziemlich viel zu essen beim Bett und ein paar andere Dinge. Weil ich wollte heute halt nochmal nach einem gewissen Gebäude Ausschau halten. So. Es könnten natürlich noch weitere Strukturen irgendwo hier in Minecraft geben, die ich noch nie gesehen habe. Obwohl ich schon bei meiner Gruppenkarte eigentlich ziemlich viel entdeckt habe. Aber so eine verlassenen Dörfer gab es damals, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, sehr, sehr selten. Dafür hatte ich halt da eine Pilzinsel, eine kleine und ein paar andere Dinge. So. Spring mal ein bisschen, obwohl es natürlich sehr viel Energie kostet. Genau. Und hier sind irgendwo nämlich Schwarzeichen. Ich glaube, da hinten eigentlich. Weil die könnte man nämlich jetzt nutzen, um sich nochmal umzugucken. Haben wir eigentlich schon mal ein Schneebiom hier gefunden? Nee, ne? Oh, was sehe ich denn da? Was ist das denn? Wow. Was ist das denn für ein riesiges Dorf? Obwohl, könnte man eigentlich schon Stadt eher dazu sagen, wa? Warte mal. Interessant. War vielleicht eine gute Idee, nochmal loszuziehen. Vielleicht waren wir hier aber auch schon mal. Ich weiß es gerade nicht genau. Kommt mir aber nicht bekannt vor. Hä? So, warte mal. Ich würde 1 Mark bekommen, wenn ich 15 Kohle verkaufe. Oh. Aha. Ja, sorry. Ich muss mir das Brot klauen. Die Türen sehen ja mal mega, mega geil aus. Siehst du, so ein Dorf habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Hat was. Und dann gehe ich mal gleich da nach oben und gucke mir nochmal die Gegend an.
Was ist das hier? What? Okay. Ich weiß nicht, ob er übrigens auch die Soundfehler ab und zu mal hört. Ich kann dafür nichts. Muss ich mir dann nochmal bei der Aufnahme anhören. Ich weiß nicht, ob das was mit meinen Kopfhörern zu tun hat. Nee. Hab die gerade ein bisschen gedreht dabei. Und von daher kommt es nicht her. Okay, gut zu wissen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, würde es sich jetzt lohnen, weiter nach geradeaus zu laufen oder hier den Berg zu besteigen, um zu gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht eine Möglichkeit haben, was Schönes zu finden. Es kann sogar sein, dass ich hier mal in der Nähe war. Mich bloß nicht mehr erinnern kann. Möglich ist alles. Oh, es wird schon wieder dunkel. Geil. Oder gleich. Oder es liegt daran, weil hier die... so eine Art... Naja, Wüstenbiom ist es ja nicht. Sieht natürlich sehr geil aus. Kannst du mal einen Screenshot machen, bitte? Danke. Okay. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, das Problem in Minecraft ist, wenn man halt so eine riesigen Biome erstellt, dass du halt Ewigkeiten brauchen kannst, bis du was findest. Manchmal hast du Glück, gehst einfach nur ein paar Schritte und dann hast du was, ja, zum Beispiel ein Dorf gefunden oder so, ne? Ich würde natürlich auch von den, ja, Illagern gerne mal was finden. Aber bis jetzt war mir das nicht vergönnt. Aber ist ja auch egal. Vielleicht finden wir das ja auch mal. What? Das ist gerade ein Wolf. Hat die so angehört? Also ich sollte jetzt schon mal mit dem Holz ein bisschen was machen. So 43 Mal. Falls es nämlich dunkel wird, kann ich das nämlich gleich mal verschließen. Eine Runde schlafen und wir können dann weitermachen. Fackeln sind auch ausgerüstet. Gut. Jetzt laufe ich hier mal quer durch. Wie gesagt, wir erkunden nochmal die Gegend. Ich wollte halt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das habe ich ja schon mal vor ein paar Parts gesagt. Damit es hier nicht immer wieder dasselbe ist. Weil ich meine, ich kann schon verstehen, dass die Leute was anderes sehen wollen. Was ist das gerade? So, was haben wir denn hier? Hier sind ein paar Kakteen. Oh ne. Dass das nicht reicht, wenn ich Pech habe. Mann, ey, kotzt mich so an, Alter. Warum kann man nicht einmal seine scheiß Ruhe haben? Na, das brecht definitiv nicht. Alles sollte jetzt definitiv reichen. Zumindest gerade so. Na toll, jetzt kann ich aber nicht schlafen, weil jetzt Kreaturen da sind. Geil. So kann man es natürlich auch machen. So, ich baue mir mal kurz zu. Geht wahrscheinlich nicht, weil gerade eine Kreatur da ist. Oh, doch, ich kann schlafen. Das ist schön. Jetzt habe ich das natürlich auch als Respawn-Punkt genutzt. Oder kann ich nutzen,
Naja, aber zumindest können wir uns immer wieder jetzt hiermit was aufbauen, schlafen gehen und halt am Tage weiter marschieren. Das ist, glaube ich, sogar eine etwas bessere Idee. Weil ihr wisst ja, eine Nacht können ja teilweise auch Creeper und andere Kreaturen auftauchen. Wie zum Beispiel der Enderman, weil der mag uns anscheinend auch nicht bei der Nacht. Und dann können die schon mal in Gruppen auftauchen. So. What? Wo bin ich denn? Egal. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Hier sind wieder diese Schwarzeichen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen schräg rüber. Oh, Wildhasen. Da sind Pilze. Ich könnte natürlich auch mich gleich nochmal in die Höhe begeben und mir dann nochmal einen Punkt suchen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden jetzt einmal endlich ein gewisses Gebäude, was ich halt suche. Oder wir finden halt nichts, ist auch in Ordnung. Haben wir zumindest nochmal die Gegend etwas erkundet. So, warte mal. Also, da drüben sind auch ziemlich viele Bäume. Da drüben ist ein Berg. Oder eine Erhöhung, ist ja kein richtiger Berg. Ich gehe jetzt mal hier hochkraxeln. Und werde mich umsehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Warum sind denn hier eigentlich solche Pfeile? Okay. Kämpfen die Endermänner gegen die Skelette, beziehungsweise andersrum? Hab ich ja noch nie gesehen. Vielleicht war ich hier schon mal. Nee, das sieht aber nicht so aus, oder? Ja, doch, ich glaube, ich war hier schon mal. Aber die Gegenden sehen alle sowieso etwas gleich aus, also könnte auch täuschen. Danke, dass ich hier hoch kann. Nee, ich glaube, ich war hier noch nicht. Okay. Dann müssen wir uns halt einen Weg nach oben bauen. Geht ja... Genau, perfekt. Jetzt haben wir zumindest schon mal das. Hier haben wir schon wieder... Oh, sehr viel Wasser. Das heißt also, es könnte hier schon wieder ein Meer sein. So, jetzt habe ich eben mal mein Schwert benutzt. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Also ich bin hier, glaube ich, irgendwo mal gestorben. Weil die Gegend kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor. Ich finde es auch lustig, dass die Karte, die ich ja mir, also die ich jetzt gerade habe, dass man hier was sehen kann, dass ich was gebaut habe. Und bei meiner anderen, bei der Gruppenkarte zum Beispiel siehst du nicht das, was aufgebaut wurde, was schon sehr strange ist. Oder man muss genauer hingucken. Und die ist auch ein bisschen größer, glaube ich, also die Karte. Ja, hier war ich schon mal, ich sehe es gerade. Aber das Dorf habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen oder wir sind vorbeigerannt. Möglich ist alles. Genau, und hier bin ich mal in der Nähe gestorben. Entweder weil ich zu tief runtergefallen bin. Weil ich kann jetzt eigentlich geradeaus nur rumrennen. Ich laufe jetzt einfach nur geradewegs durch. Weil zurück komme ich so oder so und selbst wenn ich sterbe, dann ist es halt so. Ist jetzt nicht besonders schlimm. So, jetzt gehe ich wieder geradeaus. Genau, perfekt. Ich meine, wir haben ja eine Schatzkarte, ne? Damit kann ich dann ungefähr wieder nach Hause finden. So, jetzt lassen wir mal hier hoch.
Zack, danke. Ich habe nämlich schon mal was im Dunkeln gesehen. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht wäre das ja so eine Struktur oder so. Aber da habe ich mich leider mal getäuscht. Also wer übrigens neu sein sollte auf meinem Kanal, der kann einfach sich mal umgucken. Ich habe inzwischen so viel Minecraft gespielt und aufgenommen. Vielleicht hilft euch ja das ein oder andere. Da manchmal gebe ich auch Tipps und andere Sachen durch. Oh, da willst du nicht runterfallen. Okay, jetzt kommen wir nämlich wieder zu so einer Art Moorgebiet. Ja genau, jetzt sind wir hier und es wird schon wieder dunkel. Ach, leck mich, fetter Marsch. Oh, Seeblatt. Ja, warte mal. Ah, danke. Noch ein bisschen weiter. Ich glaube, hier haben wir gleich eine Schneelandschaft. Da gibt es auch Gegner, die haben wir hier auf dem Spielstand zumindest noch nicht gesehen. Ah, hier gibt es ein bisschen Eis. Gibt es da sowas auch wie Eistempel? Also ich weiß, Dorfbewohner können auch sowas wie Iglus bauen und so. So, das kommt mir so bekannt vor hier schon wieder. So, jetzt gehe ich dann gleich wieder geradeaus. Tja, die Wasserleichen hier immer rumlatschen, machen eigentlich nichts anderes, als im Wasser zu bleiben. Das ist ja schön kühl hier. Okay. Hier sind natürlich gleich mal mehrere verschiedene Biome dabei. Ist auch was Schönes. So verschiedene Biome. So, warte mal. Also ich glaube, langsam sollte ich mich vielleicht auch mal an einen Punkt einigen, wo wir dann langlatschen und den Rest dann erstmal vergessen. Ja, ich wollte ja die Gegend eh erkunden, also es ist jetzt eigentlich egal. So, wo gehe ich jetzt lang? Vielleicht geht es ja wieder so Richtung nach Hause. So, eine Menge Buschemie haben wir ja überall. Soppi. So, mein Charakter hat auch ziemlich viel Hunger. Ist ja klar, wenn du viel rennst und rumspringst, da würde bei mir der Magen auch irgendwann anfangen zu knurren. So, also, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Mann, ich hasse es. Aber die wunderschöne Musik, die hört man natürlich gerne. Ja, ich finde es auch doof, dass halt einige Dörfer fast gar keine Kisten oder so haben und... Oh, ich sehe gerade, ich bin hier schon mal gewesen in der Nähe.
Och Mann, ey. Jetzt mache ich das gleich mal so hoch. Perfekt. So. Hör auf zu schreien, ey. Oh, ich hasse es, wenn mein Nachbar feiert. Ich kann's nicht ab. Auf den Tod nicht. Keine Ahnung, was der laufend zu feiern hat. So. Jetzt mache ich nur noch zu. Und dann können wir nochmal eine Runde schlafen in dem Spiel. Perfekt. Also. Bis da genau, deswegen sollte man auch nicht so eine große Biome erstellen, wie ich das gemacht habe. Aber ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, weil, ich kann es jetzt ja nachträglich eh nicht mehr ändern. Ist nur ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten, naja, noch zu verschmerzen. Jetzt gehen wir langsam wieder so Richtung nach Hause, kannst du sagen. Ich meine, wenn wir das Dorf finden, was ich mal gesehen habe, was ich nicht geplündert habe, dann wäre das ja zumindest schon mal ein Anfang. Weil dann könnten wir da hingehen, nochmal eine Runde schlafen und das Dorf notfalls plündern. Weil ich meine, die brauchen sie nicht. Ah, guck mal, da haben wir wieder so einen Händler, der unterwegs ist. Ich habe auch mal nichts für dich, mein Freund. Auch eine sehr geile Struktur hier. Natürlich auch sehr geil, um zu bauen. Aber das hier fast komplett mit Kies bedeckt, so wie es gerade aussieht. Boah, wie viel musst du eigentlich essen, Junge? Ein bisschen weniger täte auch gut. Hier kann man mitunter auch sehr viele Ressourcen finden, ne? Unter solchen Kiesbergen. So, gehe ich jetzt langsam wieder Richtung nach Hause? Eigentlich schon. Zumindest so die Richtung. Wenn nicht, muss ich nochmal eine neue Folge aufnehmen, dann ist es so, dann werdet ihr das hier eh nicht sehen. Wie gesagt, notfalls würde ich das so machen, aber wenn ihr so seht, naja, dann hat sie das ja auch erledigt gehabt. So, aber also einen Kiesberg haben wir, glaube ich, auch noch nicht uns angeschaut, ne? Aber vielleicht findet man auch hier mal ein Gebäude oder eine Struktur. Da sehe ich das komische Dorf. Kann es sein, dass es das Dorf war? Guck mal, das verlassen. Verlassene Dörfer kann man auch plündern. Wie gesagt, wir haben schon so viel gefunden. Außer natürlich das, was ich gerne finden würde. Das finden wir irgendwie nicht. Das ist traurig, aber willst du machen. So, genau, hier ist wieder so ein verlassenes Dorf. Da hat jemand eine Möhre dabei gehabt. Geil. Finde ich gut. Was ist das hier, alter Schmied oder was?
Jo. Das ist schön. So, warte mal, dann können wir aber auch was wegpacken. Wir brauchen das nicht, das nicht, das nicht. Eisenbrust. Okay, komm hier. Gold nehmen wir auch mit. Und den Apfel brauchen wir auch nicht. Hier ist irgendwo noch ein Gebäude. Und ich höre gerade noch einen Zombie. Da ist auch noch ein Gebäude. Hallo. Lass mich in Ruhe. Oh, diese scheiß Büsche hier. Okay, da haben wir einen Schleifstein. Und hier unten geht es weiter, wie ich gerade sehe. Kartentisch. Können wir natürlich auch zerstören. Naja, zumindest haben wir ein bisschen was geplündert. Auch wenn es natürlich hier so ein verlassenes Dorf ist. Oh, wieder was Schönes. Obsidian können wir natürlich auch gut gebrauchen. Und natürlich das Eisen, ne? So, ich habe jetzt fast wieder eine komplette Rüstung. Ne, habe ich sogar. Ich habe eine komplette Rüstung. Geil. So, und dann gehe ich gleich Richtung nach Hause. Stirb. Verrecke. So, Kartoffeln können wir dann auch mitnehmen, weil die können wir nämlich verarbeiten. So, und das Holz eventuell auch, wa? Na komm, hier. Na, auch noch gleich mit. So, warte mal. Aber ich sehe gerade, wir... Die Möhre brauche ich erstmal nicht. Enderperlen brauchst du, so viel ich übrigens weiß, nur dafür, um zur Enderwelt zu gelangen. Oder zum End, wie man das, glaube ich, nennt. Für was anderes brauchst du es nicht. Und wenn doch, dann tut's mir leid, dass ich das falsch gesagt habe. So. Hier sind noch Felder. Die könnte ich auch alle komplett leer plündern, aber das ist Quatsch. So. Jetzt gehe ich mal wieder so Richtung nach Hause. Ich sehe gerade, wir sind sowieso bei 28 Minuten. Aber ihr geht so langsam nach Hause. Wir hatten eigentlich auch mal ein anderes Dorf gefunden. Es sah so ein bisschen ähnlich aus, wie wir gefunden haben, also was verlassen war. Und da hätte ich auch was mitnehmen können. Oder kann es sein, dass solche Dörfer auch nachträglich verlassen sein, also verlassen werden? Weil wenn ja, dann gut zu wissen. Und wenn nicht, naja, dann ist es halt so. Wenn ich jetzt nicht gleich direkt nach Hause kommen sollte, sag ich jetzt mal so, dann können wir auch noch die nächste Folge uns nochmal umsehen. Au. Oh, hier war gerade Leben. Das ist natürlich auch geil. Also Leben kann man auch natürlich was Schönes bauen mit. Ist wieder schon... Ja, sehr viel Wasser haben wir, ne? So in der Umgebung. Oh, da haben wir eine Biene. Warte mal, wenn wir jetzt hier sind, dann müsste hier eigentlich in der Nähe gleich das komische Dorf sein. Wenn es jetzt das ist, was ich denke, dass es das ist. Keine Ahnung. Ja, kann auch sein, dass ich es wieder verwechsle. Ist auch egal. Auch wenn es jetzt nicht viel war, was wir plündern konnten. Besser als nichts. Und vor allem über das Eisenerz und über die Rüstung freue ich mich natürlich besonders gerne. Weil die braucht man denn nicht schmieden. Das macht es auch etwas erträglicher. Ich glaube, wir sind aber sowieso fast zu Hause. Lass sie noch... Ein paar Schritte, aber... Ich
könnte jetzt auch abkürzen, rein theoretisch. Was ist das da hinten? Wieder so ein angefangenes Nisa-Portal? Sieht mich schon wieder so aus. Naja. Es gibt auch in der Umgebung sehr viele Nisa-Portale, ist mir aufgefallen. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich eins von dem genutzt. Oh, Schildkröten. Und sieht das Obsidian so komisch aus? Au, au. Was haben wir hier? Oh, eine... Boah, eine Goldaxt mal mit. Oder war da noch irgendwas anderes? Feuerzeug können wir auch noch mitnehmen. Und es wird schon wieder Nacht. Oh Gott. Also ich würde sagen, ich mache noch minimal weiter. Und sollten wir halt noch nicht nach Hause finden, entweder werde ich dann nochmal in der nächsten Folge weiter die Gegend erkunden. Das kann aber auch sein, dass wir jetzt gleich zu dem Dorf gelangen. Weil da hinten sehe ich... Ja, genau, da ist das Dorf. Ich glaube, das war das etwas größere Dorf hier, ne? Ich glaube, ja. Genau, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann sind wir auch nicht mehr so weit weg von zu Hause. Es geht ja denn da so in die Richtung, glaube ich, lang. Das heißt also, wir sind jetzt schon... Ja, genau. Wir sind jetzt fast wieder zu Hause, kannst du sagen. Guck mal kurz, ob wir hier noch schlafen können. Wenn nicht, baue ich mir jetzt hier gleich noch ein Bett hin. Ha! So kannst du auch machen. Also Leute, da wir jetzt sowieso fast zu Hause sind, können wir das auch so machen, dass ich in der nächsten Folge natürlich nach Hause gehe, beziehungsweise dort starte. Und von da aus können wir ja dann die... nächsten Sachen erledigen. Ich wollte zum Beispiel Bäume fällen, denn ich hatte ja, glaube ich, mal erwähnt, dass ich vorhabe, so eine Art Hafen zu bauen. Ich habe ja bei der Gruppenkarte einen richtig geilen sogar gebaut. Oh, guck mal. Ich sehe hier hinten schon mal die Mühle. Und das ist natürlich was richtig Cooles. Und uns fehlt uns aber, oder dafür fehlt uns noch sehr viel Holz und natürlich Bruchstein. Das müsste ich, Eisen brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen. Mal gucken. Ich würde es ungefähr genauso bauen. Vielleicht etwas abändern. Mal gucken. Und den bauen wir dann ja da hinten so hin. Aber damit wir nicht nur was zu bauen haben, sondern halt ein bisschen uns auch die Gegend erkunden, ne? Und was finden oder was plündern können, werde ich ab und an das dann mal so starten. Vielleicht habe ich ja wirklich irgendwann eine gewaltige Stadt. Ich meine, jetzt hat sie ja schon schöne Ausmaße bekommen. Ich meine, wenn ich mir überlege, was wir hier oder was ich hier alleine geschafft habe und bei der Gruppenkarte hatte ich, wie gesagt, zwischen 4 bis 7 Leute oder so. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied, ne? So, hier müsste ich die Felder dann auch mal bestellen. Weil die Mühle kannst du eigentlich so stehen lassen. Sieht jetzt nicht kacke aus. Genau. Ja, Leute. Also, wir haben es jetzt geschafft, wieder nach Hause zu kommen. Ich wollte eigentlich was anderes vorfinden. Wir haben jedoch schon mal zwei kleine Dörfer geplündert. Vielleicht hätte ich sogar noch das, wo wir jetzt gerade waren, nochmal plündern können. Oder hatten wir das schon mal geplündert? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall sind wir wieder zu Hause. Und das war schon mal ein schönes Ding. Ne? Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer gerade bei euch sein sollte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis denn und tschüss.